Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir spielen heute gemeinsam Scribblenauts Unlimited. Das ist ein Spiel oder eine Serie, die ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste habe. Eigentlich seit damals der vermutlich erste Teil für den Nintendo DS erschienen ist. Da fand ich das Spielprinzip nämlich schon sehr, sehr ansprechend. Und das ist auch das, weswegen wir uns das hier jetzt mal genauer anschauen. Denn es sieht ja auf den ersten Blick ziemlich kindlich aus. Wir bekommen auch gleich ein ziemlich kindliches, aber nettes kleines Intro, das ich mir schon so ein bisschen angeschaut habe, vor die Linse geklatscht. Und trotzdem solltet ihr dem Ganzen hier eine Chance geben, denn es ist auch mal so ein bisschen viel gut. Weißt du, hier kann nichts Schlimmes passieren. Hier bei Scribblenauts Unlimited kann dir keiner wehtun und deswegen drücken wir jetzt auf Start und hüpfen in dieses wundervolle Abenteuer. So. Und das ist erstmal das besagte Unsere Intro. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Mit Opa Edgar. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. 42. Da wurde... Eines Tages gaben Mama und Papa Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Auf dem Weg in die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Da sprach er eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Starrites Bescheid. Starrites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man ein Starrite. Wenn Maxwell mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Starrite sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief, genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Starrites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lily. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Ist das nicht eine traurige, herzzerreißende Geschichte? Sie hat Steinfüße bekommen, verwöhnte Belger und wir müssen jetzt andere Lebewesen, Menschen, Tiere, Bäume, Pflanzen, Windmühlen glücklich machen. Ist hier so eine auftreibende Musik. Bin noch gar nicht bereit für das ganze Abenteuer. Jetzt gehen wir erstmal zum Bauern und talken eine Runde mit dem. Klicke auf Edwin. Die Grundlagen. Also, das Interessante an dem Spielprinzip, was ich vorher schon angesprochen hatte, das wurde auch im Intro erklärt, ist, dass man hier die Möglichkeit hat, Wörter einzugeben und diese Wörter manifestieren sich dann in der Spielwelt. Und das ist halt einfach ein super interessantes Konzept, wenn man irgendwie eingeben kann, ich will ein Schwert, und dann kommt da ein Schwert raus und dann auf diese Art und Weise irgendwelche Rätsel löst oder sonst was. Ich hatte das eigentlich irgendwie im Kopf, dass man auch zeichnet, aber ich glaube, das war ein anderes Spiel, weil das kam irgendwie
in einem ähnlichen Zeitraum dann irgendwann vielleicht auch für den Nintendo DS ein Spiel raus, wo man seinen eigenen Helden zeichnen konnte und sowas. Das habe ich vielleicht ein bisschen verwechselt und vertauscht im Kopf, aber das ist ja auch cool so, super cool so, ja? Verdiene dir einen Star Ride, indem du Edwin mit seinem preisgekrönten Schwein hilfst. Das mache ich jetzt, habe ich voll Bock drauf. Los geht's. Es ist echt wirklich so, hier ist alles kunterbunt und super fröhlich. Verwandle das schwächste Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Beschreib ein Objekt, das Maxwell beim Schrubben des Schweins hilft. Das Maxwell, nicht Maxwell. Ja, dann, ich soll jetzt das Notepad verwenden. Dann drücke ich hier oben drauf und dann tippe ich etwas, um das Schwein zu reinigen. Naja, ein Schwamm vielleicht einfach, oder? Das wäre ja ganz gut, oder? So ein Kloreiniger, der direkt irgendwie das ganze Schwein wegätzt. Schwamm. Schwamm, Badezubehör, Schwammpilz. Also es wird einem dann noch so ein bisschen vorgeschlagen, was man denn jetzt meinte. Man kann natürlich nicht alles irgendwie da reinholen. Wenn ich da jetzt Kedos reinschreibe, dann bin ich nicht plötzlich im Spiel drin. Das ist nicht allwissend. Aber man hat da halt trotzdem die Möglichkeit, hier schön ranzugehen. So, und jetzt sollte ich hier einen Schwamm haben. Bumm, Alter. Nice. So, säubern. Und das hat direkt richtig funktioniert. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe irgendwie richtig Lust jetzt. Hier. Klicke auf den Fortschrittsbalken für den aktuellen Hinweis. Ja, das habe ich toll gemacht. Das Objekt kann ich auch wieder entfernen, wenn ich hier drauf drücke und dann hüpft das wieder weg hier. Und das Schwein, keine Ahnung, was das da genau irgendwie mit anstellen will. Zieh das zum Papierkorb hinüber. Wo ist denn der Papierkorb? Da oben rechts. So, dann ist es wieder weg, damit man nicht die Welt zumüllt mit dem ganzen Kram, den man da irgendwie in seinem Notizblock erschafft. Das Schwein sieht großartig aus. Benutze jetzt ein Adjektiv, um das Schwein größer zu machen. Ja, man könnte ja einfach, riesig nehmen. Oder halt riesiges Schwein. Rattiges Schwein. Riesige, ich nehme mal riesige. So, es ist groß. Hilft dem Schwein, den Talentwettbewerb zu gewinnen. Verwende ein Adjektiv und ein Nomen, um Flügel zu schreiben, die groß genug sind, um das Schwein zu tragen. Tipps werden im Laufe der Zeit entsperrt. Klicke auf das dazugehörige Objekt, um den Tipp zu erhalten. Ja, ist schon mal gut. Ist schon mal ganz gut, dass das Spiel nicht auf Englisch ist. Das hatte ich nämlich noch irgendwie im Kopf, dass das vielleicht war es eine Zeit lang nur auf Englisch draus. Das hätte das Ganze natürlich ein bisschen erschwert. Wir hätten es trotzdem hinbekommen, da bin ich mir sicher. Aber auf Deutsch ist es natürlich einfacher. So, es braucht große Flügel. Große Flügel braucht dieses Schwein. Das Schwein braucht großes Flügel. Schwinge klingt gut. Der magische Rucksack bewahrt Objekte für später auf. Wirf die Flügel in den Rucksack und warte, bis die Richter angekommen sind. Das sind schon mal die richtigen Flügel. Dann ab hier rein und dann packt man die nachher oben drauf. Das sind die Richter. Der in der Mitte ist wahrscheinlich schön auch schon wieder drauf, ne? Der hat da hinten den Mais sich irgendwie schön angezündet. Nimm die Flügel aus dem magischen Rucksack. Wow, das ist ein tolles Schwein. Das ist eigentlich ein bisschen cheaten, was wir hier machen. Ein fliegendes Schwein. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, genau, die Waage der Gerechtigkeit, Justitia und so weiter. Achso, hier gibt's noch andere Schweinchen. Ja, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich, mit was ihr hier ankommt. Euer komisches... Das ist ein Hund, höchstwahrscheinlich. Auf dem ersten Platz, unser riesiges fliegendes Schwein. Da freuen sie sich alle. Und wir haben unseren ersten wunderschönen, wie hieß es nochmal, Starmite verdient. Aufsammeln. Wow! Isn't that great, peoples? We got our first Starmite. Tune in on the next episode. Ja, gesamte Star Rides, nicht Star Mites, Star Rides haben wir jetzt einen schon. Ich weiß nicht, wie viel wir genau brauchen, um da irgendwie die Steinfüße wegzupappen, die da an der Schwester dran sind. Verdiene dir Splitter, indem du anderen hilfst. 10 Splitter ergeben einen Star Ride. Verwende Star Ride Vision, um Splitter zu finden. Toll! Wo ist denn die Star Ride Vision? Da oben. Wow, das ist aber ganz schön spooky. Wahrscheinlich kann ich jetzt noch einen Auftrag erledigen. Hilf dem Samen zu wachsen. Mit Samen kenne ich mich aus, ey. Da brauchst du gar nicht das große Nachfragen. Ich soll dem Samen helfen zu wachsen. Dann mache ich jetzt auch mal. Objekt erschaffen. Dünger in diesem Fall. Dünger. Bong. Und dann packen wir das hier drauf. Beziehungsweise erstmal geben wir es mir in die Hand und dann hier hin benutzen. Ja, habe ich das jetzt benutzt oder? Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich auch noch Wasser dazu. Dünger ist jetzt wohl dran. Also wieder auf den Notizblock hier. Gießkanne. So, ab in die Hand damit und gießen. Entstanden aus einem Samen. Komisch, dass da jetzt irgend so eine wild gewordene Amokpflanze draus geworden ist, die da fleischfressend durch die Gegend läuft, aber ist ja nicht meine Schuld. Ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. Ich brauche einfach nur diese wunderschönen
Splitterdinger. Die Pflanze hat die andere Splittergelegenheit verdorben. Setze das Level zurück, damit du diese erledigen kannst. Deine bereits erworbenen Splitter bleiben erhalten. Also ich kann das Level auch zurücksetzen, weil jetzt halt eben Edwin durch die Gegend rennt und Angst vor allem hat. Das kann ich mal in den Mülleimer eigentlich schmeißen. Oder etwa nicht. Ja, Fortschritt speichern und das Level zurücksetzen. Der Notizblock kann viele Dinge erschaffen, allerdings sind Anzüglichkeiten, kopiergeschütztes Material und Eigennamen nicht erlaubt. Also an all diejenigen unter euch, die darauf gehofft haben, dass es hier jetzt viel nackte Haut und primäre Geschlechtsorgane zu sehen gibt. Das geht in dem Spiel nicht, Mann. Das geht einfach nicht. Was ja auch verständlich ist. Das ist ja auch ein Spiel, das mit auch an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Wir machen es nur auf die super erwachsene Variante. Nämlich mit mir, eurem Moderator, hier vor der Kamera, vor dem Mikrofon, für euch auf 99,4 FM. Was muss ich denn hier? Ich kann ja meine Star Might Vision einschalten und dann ist das nächste Objekt, beziehungsweise der nächste Mensch, mit dem ich mich unterhalten muss, ist hier das Mädel da. Kann ich auch springen? Ja, komm, ich kann auch springen. Und der springt auch immer mit so einem sexy Spagat. Was möchte sie denn hier? Mein Kätzchen steckt oben im Baum fest, hol es für mich runter. Ja, das ist ja einfach. Das ist ja. Ich brauche ja einfach nur. Oder ein Jetpack, das wäre viel geiler. Ich hol's mal nicht mit einer Leiter runter. Nicht das Offensichtliche, sondern ein Jetpack. Das ist nice, Alter. Guck dir das mal an! Erstmal hätscheln, damit es einen lieb hat. Und dann aufsammeln. Und dann wieder runter. Das ist halt das Geile. Genau das wollte ich machen. Nicht mit einer Leiter da irgendwie hochgehen, sondern hast einfach mal ein Jetpack und dann gibst du diesem traurigen Mädchen die Kerze zurück. Bitteschön. Und dadurch bekommen wir einen weiteren Splitter und das Level ist vollständig. Die Grundlagen zu lernen war nur der erste Schritt, um Lily zu retten. Nutze die Bushaltestelle, um deine Reise in der Hauptstadt zu beginnen. Und jetzt reist man eben auch durch die Gegend. Ich vermute, es wird nachher vielleicht auch dieser Globus zum Einsatz kommen, den wir im Intro erhalten haben, womit man zu allen möglichen tollen Dingern der Welt Plätze. Da sitzt sie nach wie vor. Sie hat immer noch ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Weißt du, wenn dieses Mädchen da mit versteinerten Füßen immer noch ein kleines Lächeln auf den Lippen haben kann. Warum kannst du dann kein kleines Lächeln auf den Lippen haben, Johnny Boy? Ab in die Hauptstadt. Willkommen in Doppelpunkt Hauptstadt. Oh, das ist aber jetzt hier ein düsterer Track, der da so ein bisschen im Hintergrund läuft. Das wird jetzt so ein bisschen rougher alles. Einfach. Und jetzt kann ich hier natürlich gucken, wie sieht's so aus? Hier kann ich 8 Splitter mir besorgen. Es gibt 8 Aufgaben zu erledigen. Erstmal ihn hier. Er hat so ein müdes Zeichen. Ich vermute jetzt einfach mal. Ich habe das Spiel davor auch noch nicht gespielt, dass er einen Kaffee braucht. Ich will unterhalten werden. Nee, er will unterhalten werden. Oho. Oho, er will unterhalten werden. Guck mal, da habe ich dir was richtig, richtig Gutes, dass du unterhalten wirst. Ich gebe dir einfach einen Clown. Den setze ich dir hier vorne hin. Boing. Und dann wirst du happy. So eine ganze Clowns-Parade. Ich wollte eigentlich nur einen Clown. Ich weiß jetzt nicht, warum hier so eine ganze Parade irgendwie kurz ablief, aber völlig in Ordnung. Bist du unterhalten? Ich glaube, er ist unterhalten. Er ist jetzt ein glücklicher Junge und ich habe dadurch auch schon einen Splitter bekommen. Das hier ist kaputt, das tolle Auto. Deswegen muss man hier dann bestimmt Adjektiv hinzufügen. Vielleicht geht es ja mit dem Adjektiv. Funktionierendes. Nee, das ist anscheinend nicht. Objekt erschaffen. Oder habe ich das jetzt hier irgendwie dran gemacht? Oder was ist das denn hier alles? Hier ist eine. Ich darf auch nicht parken. Ist das auch eine Sache, die ich erledigen muss? Hier ist noch irgendeine Grille. Die kann ich aufsammeln oder hätscheln. Ich hätschle sie mal. Ja, genau. Das ist eine alte Blechkiste, die im. Achso, die im Parkverbot steht. Das ist das Problem. Ich dachte, wir müssen die reparieren. Gibt es irgendein Parkschild oder so? Parkschild? Preisschild? Paketschiff? Popschild? Parkhaus? Parkuhr? Eine Parkuhr vielleicht. So, Parkuhr stelle ich hier hin und dann steht die da. Interagieren. Das ist aber immer noch nicht in Ordnung. Ich verschiebe das jetzt einfach. Ich hole mir jetzt einfach hier so einen Abschlepp. Nein, nicht Abschlepp. Abschleppwagen. Abschleppwagen. So. Genau, so ein Schleppseil. Verwende dies, um mehrere Objekte miteinander zu verbinden. Und dann ziehen wir das einfach weg. Und dann ist es raus aus dem Parkverbot. Reiten und tschüss. Direkt vor die Haustüre. Das ist bestimmt deutlich passender. Parkverstoß.
Bitteschön, das habe ich doch jetzt hinbekommen hier. Ich meine, ich hätte bestimmt auch irgendwie einfach das Parkschild editieren können, aber dafür war ich dann wohl jetzt schon in diesem Fall einfach mal ein bisschen zu blöd, ne? Entfernen das, können wir das auch wieder hier alles wegmachen vielleicht? Hier steht schon wieder so viel Zeug rum, das wird mir ja alles zu voll. Ich hätte das gerne sehr geordnet. So, das ist jetzt aber hier richtig. Das ist schon gut, so wie ich das gemacht habe. Die ist jetzt natürlich so ein bisschen sauer. Die Politesse. Deswegen gebe ich ihr mal noch ein Adjektiv. Nette. Bist du jetzt nett und freundlich? Das ist jetzt nette Sicherheitsbediensteter. Was, ein Mann? Hat er so einen Man-Bun da hinten? War das damals schon in? Ich meine, das Spiel ist ja schon so ein bisschen älter. Aber anscheinend war es damals schon in. Gut, ich habe hier... Ich bin der Held der Stadt. Ich meine, es sieht ein bisschen dreckig aus. Ihr habt irgend so einen halbpsychopathischen Clown da rumlaufen. Aber es ist nicht mein Problem. Was ist mit ihm los? Er fliegt. Er kann fliegen. Hier ist irgend so ein Fleck. Wie unansehlich. Graffiti. Aber ich kann doch einfach es umbenennen in hübsches Graffiti. Ja, Stadtkünstler. Ich meine, das ist zwar kein Graffiti mehr, sondern das sind Bäume, eine Parkbank und Vögel. Aber völlig in Ordnung, wenn man irgendwie das... Ich will dem Spieler ja nichts vorschreiben. Stecke jemanden in die Telefonzelle, um einen Assistenten für mich zu machen. Okay. Also, ich weiß nicht, warum du... Der Satz ergibt so eigentlich auch jetzt nicht groß Sinn, aber ich weiß nicht, warum er da irgendwen in der Telefonzelle haben will. Aber okay. Assistent. Assistent, Diener, Assistent, Business. Business wohl eher, oder? Ein Business-Assistent. So, rein da. Ach so, er wollte einen Assistent haben, der dann irgendwie mit ihm gemeinsam da die Räuber jagen geht, weil er ist ein krasser Superheld, ein richtig fetter, krasser. 4 von 8 haben wir ja schon. Das läuft doch wirklich richtig... Oh, guck mal, ein Pool oder was ist das? Nee, das ist kein Pool, das ist irgendwie ein Straßenschaden. Erschaffe einen neuen Brunnen für die Stadt, setze ein Objekt ins Wasser und betätige dann den Schalter. Ja, dann brauchen wir so eine Art Statue vielleicht, eine Statue. Also ich will mal was erschaffen hier. Irgendwie Springbrunnen oder sowas. So was Springbrunnenartiges. Springbrunnen, Hausbrunnen, Trinkbrunnen. Trinkbrunnen. So, ja, hier. Das ist doch. Das ist sexy und jetzt betätige ich den Schalter. Es ist großartig, was ich hier mache. Die sollten mich direkt zum Bürgermeister ernennen. Ein Brunnen für den Stadtplatz. Guck mal, wie die Leute sich freuen. Ich bin hier, um zu helfen. Zum Beispiel hier Albert Einstein. Ich will über das Meer reisen. Ja, das ist ja ganz einfach. Dann kriegst du von mir aber kein normales Boot, sondern du kriegst ein Floß. Ja, das finde ich besser als ein Boot. Bitteschön. Ist auch sicherer. Da geht's übrigens da. Es geht da hinten geht's zum Meer. Komm, ich reise mit dir mit. Oder anscheinend auch nicht. Das will er wohl leider nicht. Er will lieber einfach nur ein Floß und da irgendwie die Wand anschauen. Ist wohl besonders hübsch. Das war's mit unserem Video zu Scribblenauts Unlimited. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier irgendwie noch eine zweite Episode zu produzieren. Je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.